Was versteht man unter dem Bass-System? Kann man natürlich auch Deutsch aussprechen und dann heißt es Bussystem, nur dann denkt man an Verkehrsbusse. Ja, Fragezeichen müssen wir noch dahinter quetschen. Also, was versteht man unter dem Bass-System? Wir sind hier in der EDV, wir sind bei einem Rechner und das Bass-System hat zu tun mit Datenübertragungen. Es sind schlicht und einfach die Leitungen. Ja, das Bass-System sind die Leitungen, die die Systemkomponenten verbinden. Ja, also Leitungen, um Informationen zwischen den Systemkomponenten auszutauschen. Ja, das ist die einfache, aber auch richtige Antwort, die man hier geben kann. Achten Sie auf dieses Wort Systemkomponenten. Das ist ein sehr schönes Wort, mit dem man allgemein verschiedene Dinge beschreiben kann, ohne zu spezifisch zu werden. Und oft, gerade wenn man in einer mündlichen Prüfung sitzt, ist es nicht gut, hier mit Begriffen zu operieren, die man vielleicht gar nicht so genau kennt, sondern kommt die nächste Frage, was ist denn das, was Sie da gerade erwähnt haben? Ja, deswegen ist so ein Begriff wie Systemkomponenten hier sehr gut, würde ich mir merken. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.